Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video, wo ich euch das Chromebook Pixel von Google zeige. Das ist hier dieses Baby. Das Chromebook Pixel ist ja das erste, man kann sagen, High-End-Laptop von Google. Die Chromebooks bisher waren ja eher im Billigsegment angesiedelt oder relativ günstig. Da läuft ja Chrome OS drauf, dieses ganz spezielle ganz kleine, ganz schnelle Betriebssystem von Google, welches auf dem Chrome-Browser aufsetzt. Und ich hatte schon verschiedene Chromebooks bei mir. Ich habe auch schon verschiedentlich darüber geschrieben, meistens eher negativ, zu eingeschränkt, zu wenig Offline-Funktionalitäten und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt dieses Chromebook Pixel hier organisiert. Und das ist etwas, ein bisschen andere Liga. Einerseits von der Hardware her, das werdet ihr gleich sehen, aber auch vom Chrome OS selber. Das hat inzwischen einen recht großen Sprung gemacht, seit ich es das letzte Mal genauer angeschaut habe. Und heute kann man damit eigentlich hervorragend arbeiten. Und wenn ich so meinen Workflow anschaue, den ich ja normalerweise so auf einem MacBook Air hier mache, dann besteht der eigentlich jetzt schon zu 95% aus Chrome-Browser. Ich bin immer online, ich arbeite fast alles, mache ich im Browser. Ein paar wenige Dinge mache ich natürlich noch außerhalb. Und ich zeige euch jetzt mal dieses Chromebook Pixel. Einerseits von der Hardware her, andererseits auch noch gucken wir uns kurz das Chrome OS an und sprechen so ein bisschen drüber, was man damit eigentlich machen kann. Also, das Teil hier, das wurde im Februar sehr überraschend von Google vorgestellt, ist aus Aluminium und ich sag's gleich am Anfang, das ist das erste Notebook, welches ich seit 7-8 Jahren in der Hand halte, welches locker von der Bildqualität, also von der Verarbeitungsqualität, aber auch vom Design her locker an die Apple-Geräte MacBook Air oder MacBook Pro rankommen. Habe vorher noch nie ein Notebook gehabt, welches so elegant, so schick ist. Schaut euch das mal an. Es ist sehr, sehr robust, das Ganze. Wir haben hier nur einen ganz dezenten Chrome. Hier steht ein Chrome-Logo. Dann haben wir hier eine LED. Die seht ihr nachher noch. Die kann verschiedene Dinge tun. Und sonst ist alles aus Alu, hält super gut zusammen. Wir haben auf der linken Seite haben wir die Ladebuchse. Wir haben einen Mini-Display-Port. Wir haben zwei USB, leider nur USB 2.0. Ist ein bisschen schade. Wir haben einen kombinierten Mikrofon- und Lautsprecheranschluss. Vorne ist nichts. Und dann hier auf der Seite haben wir noch einen SD-Card-Slot. Die LTE-Variante hat hier dann noch einen SIM-Card-Slot. Das hier ist die Wi-Fi-Variante. Die kommt mit 1,8 GHz Core i5-Prozessor. Also natürlich eine ganz andere Liga als die bisherigen Chromebooks, die ja zum Teil auf Atomprozessoren basieren. Die sind natürlich viel langsamer. Das hier ist eigentlich ganz aktuelle Hardware. Ivy Bridge Chipsatz, Intel HD 4000 Grafikkarte eingebaut. Und das Teil kommt mit 4 GB RAM und 32 GB SSD. Wer jetzt denkt, das ist doch eigentlich relativ wenig für so ein Teil, das stimmt. Für ein Notebook wäre das viel zu wenig. Aber das ist eben ein Chromebook, ein Chrome OS. Und da das Ganze basiert sehr stark auf der Cloud. Das werdet ihr nachher dann sehen. Von dem her braucht man da gar nicht viel lokalen Speicher. Und 32 GB reicht locker aus, ist überhaupt kein Thema. Ich hatte vorher, ich will euch das auch noch mal zeigen, hatte ich hier dieses Samsung 500C. Das war eines der ersten Chromebooks, die es gibt. Das ist übrigens gerade am Aktualisieren. Atomprozessor, 16 GB Speicher und glaube ich 2 GB RAM und ja, halt Atomprozessor. Sehr relativ günstig, ein bisschen ein Plastikbomber, auch relativ schwer. Da hatte man auf der Seite einen USB-Anschluss und dann hatte es sich eigentlich schon. Und hier nochmal ein USB und da noch ein Cardreader, glaube ich. Ja, auch schon ein schönes Buch, startet genauso in irgendwie 12 Sekunden hoch, dank Chrome OS. Aber das Teil, ich gebe es offen zu, das hat mich nie so richtig angemacht, weil ich bin ein Fan von guten Bildschirmen. Ich bin ein Fan von Retina-Displays, also von diesen High-DPI-Displays. Und naja, das ist natürlich alles andere hier bei diesem Teil. Das ist einfach an den Standardbildschirm, der auch nicht wahnsinnig gut ist. Aber wie gesagt, das Gerät ist auch schön günstig. Das kann man vom Chromebook Pixel definitiv nicht sagen. Das Chromebook Pixel ist erstens nur über Google und nur in den USA erhältlich. Ich habe es mir dort besorgt. Man kann es inzwischen aber auch bei ein paar Händlern, die es importieren, in der Schweiz oder in Deutschland kaufen. Der Preis ist eigentlich unverschämt. Der Preis ist, ich habe jetzt $1290 gezahlt.
Hier kostet es ungefähr 1500 Schweizer Franken und in den USA, in Deutschland kostet es auch so zwischen 14 und 1700 Euro, habe ich gesehen. Das ist eigentlich für das Gebotene natürlich viel zu viel. Die Hardware ist zwar ganz toll, aber wie gesagt, da läuft ja nur Chrome OS drauf. Warum mich das Teil trotzdem extrem fasziniert, das erkläre ich euch jetzt. So, vielleicht zuerst mal ein Größenvergleich. Das Ganze ist 1,5 Kilogramm schwer. Wie gesagt, super, super, super verarbeitet. Wenn ich jetzt hier mein MacBook Air hervornehme, das ist das aktuelle, das heißt mit Haswell-Chipsatz und 12 Stunden Akkulaufzeit. Wenn ich dieses Teil im Moment nehme, seht ihr, es ist mal erstens ein bisschen größer. Es ist 200 Gramm leichter hier, das MacBook Air, also das ist ein bisschen leichter, das ganze Teil. Aber von der Qualität her und vom Ganzen muss ich sagen, ist das Chromebook Pixel mindestens ebenbürtig, würde ich mal sagen. Ist ein bisschen andere Designsprache, kantiger, nicht so rund, nicht abgerundet, wie das Apple macht. Aber wie gesagt, gefällt mir ganz, ganz hervorragend. Und das Beste dran kommt natürlich, wenn wir das jetzt endlich mal starten. Starten heißt bei einem Chromebook, wir klappen auf und das spielt keine Rolle, ob er aus dem Sleep rausgeht oder direkt startet. Das dauert nie länger als 8, 9 Sekunden. Hier ging es jetzt 2 Sekunden. So, ich logge mich mal kurz ein. Das geht euch natürlich nichts an, wenn ich da mein hochgeheimes Passwort eingebe, welches natürlich mit 2-Faktor-Authentifizierung gesichert ist. Das mache ich bei Google, da kriegt man dann SMS oder mit dem Google Authenticator, wenn man sich an einem neuen Gerät anmeldet. Das ist eine zusätzliche Sicherheit, empfehle ich euch allen. Schaut mal auf eifrig.ch nach, da habe ich verschiedentlich drüber geschrieben. So, das Beste an diesem Chromebook ist ganz klar der Bildschirm. Was wir nämlich hier haben, das ist ein Ultra High DPI Bildschirm. Apple nennt das Ganze ja Retina Display, welches über eine Auflösung verfügt von 2560 mal, glaube ich, 1732, irgend sowas. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, da fliegt gerade noch was rum, wir haben ja Sommer, ich bin hier drin, draußen ist es ungefähr 33 Grad. Also wenn ihr euch jetzt fragt, was das für eine komische Auflösung ist, dann fällt euch vielleicht auf, dieser Bildschirm hier, der hat den 4:3, der ist nicht 16:9 oder 16:10, wie das ja bei vielen anderen Bildschirmen der Fall ist, sondern 4:3, weil Google sagt ganz klar, wir verbringen ja unser Leben sozusagen im Browser und zum Surfen ist eigentlich 4:3 eine bessere Auflösung als 16:9 oder 16:10. Das stimmt auch, das werdet ihr dann nachher noch feststellen. So, also Chrome OS, was ist das eigentlich? Sieht inzwischen, das ist jetzt hier die 29er Version, sieht inzwischen ein bisschen aus, man hat einen Desktop sogar. Hier, das ist so ein Start, wo man so verschiedentlich Infos kriegt über sein neues Chromebook. Und dann letztendlich haben wir da unten natürlich, wenn ihr euch das mal anschaut hier, Chrome, wir haben den Chrome Web Store, der ist sehr wichtig, E-Mail und so weiter. Was passiert, wenn ich hier auf E-Mail klicke? So, da geht das auf und vielleicht habt ihr euch jetzt gewundert, was heißt da klicke? Der Bildschirm ist ein Touchscreen. Das ist noch das zusätzlich Spannende dran. Also wir haben hier eigentlich einen Touchscreen mit Gorilla Glass 2 drauf. Der ist extrem robust. Der ist also robuster zum Beispiel als der Bildschirm, den ich hier bei meinem MacBook Air habe, der ja zwar auch eine Glasscheibe vorne drauf hat, aber rein vom Gefühl her ist dieser Bildschirm vom Chromebook massiv robuster. Ich gehe mal ein bisschen runter mit der Helligkeit, damit ihr ein bisschen mehr seht. Die Helligkeit ist okay, draußen spiegelt es natürlich schrecklich wegen dieser Glasscheibe vorne dran, aber man kann die Helligkeit dafür massiv raufregeln. So, hier habe ich natürlich meine E-Mails. Entschuldigung, ich habe hier Google Plus, mein Netzwerk, welches ich immer mehr brauche übrigens. Und dann ja, halt einfach einen Chrome-Browser. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was das denn hier ist, dann können wir da zum Beispiel auf Einstellungen gehen. Dann seht ihr hier die Einstellungen des Chrome OS. Wir haben hier oben natürlich eine WLAN-Verbindung, das brauchen wir, klar. Dann können wir hier verschiedene Dinge festlegen. Gewisse Dinge sind ähnlich bzw. gleich, wie ihr es schon im Chrome-Browser kennt. Gewisse Dinge habt ihr natürlich nur bei Chrome OS. Netzwerkeinstellungen. Und dann hier haben wir noch Spracheinstellungen. Und irgendwo weiter unten, Google Cloud Print kennen wir auch. Powerwash übrigens eine coole Feature. Du drückst die einmal drauf, dann macht es zack und dann ist das Chromebook leer. Im Sinn von so wie am Anfang. Dann wird es quasi platt gemacht automatisch. Lädt sich dann seine Sachen wieder aus dem Internet. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte, sind die Display-Einstellungen hier. So, ihr seht hier die Display-Einstellungen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen.
Wir haben hier die Anzeige und wir haben hier natürlich das Klassische, was wir ja immer machen können. Wir können ja skalieren. Also das heißt, diese 1280 mal 850, das ist ja in Wirklichkeit, sind das eben viermal mehr Pixel, diese standardmäßig. Das sind dann eben diese 2560 mal 1700. So, das ist die genaue Auflösung, die eigentlich das Display hier bietet. Die werden aber, das Ganze wird aber dargestellt mit 1280 mal 850 und dadurch haben wir viermal mehr Pixel pro Punkt, pro Auflösung. Dadurch ist es viel, viel schärfer, viel, viel klarer. Das ist ja das, was Apple beim Retina MacBook Pro auch macht. Man kann aber auch andere Auflösungen wählen, die dann halt nicht viermal so viele Pixel haben, sondern vielleicht zweimal oder drei oder dreieinhalb Mal. Geht auch. Also wenn man ein bisschen mehr Platz braucht, kann man das. Das ist irgendwie das Praktische bei so einem Display. Ja. Der Touchscreen übrigens funktioniert hervorragend. Chrome OS ist zwar noch nicht extrem für Touchscreen optimiert, aber es funktioniert. Also am spannendsten eigentlich grundsätzlich natürlich, kann ich euch mal zeigen, kurz Google Maps, weil dort hat man dann richtig was davon. So, maps.google.ch. Tun wir uns da gleich mal rein. So, jetzt geht er sich da. Such, zack, jetzt seht ihr da, das sind die neuen Maps. Das neue Google Maps ist hier bei mir aufgeschaltet. So, und wenn ich jetzt halt da scrollen will oder zoomen, dann kann ich das entweder hier mit Gesten machen, wie wir das zum Beispiel von den Macs auch kennen, oder aber ich mache einfach so, gehe da runter. Also bei Google Maps ist natürlich echt klasse, da kann ich hier Bern angucken. Wenn ich, könnte ich jetzt natürlich noch verschiedene Layers und so weiter. Also da seht ihr, da kann man jetzt richtig schön, kann man sich hier rumfahren. Das ist alles super zackig, es ist schnell, es funktioniert ganz hervorragend. Also der Touchscreen, das ist ein nice to have, muss nicht unbedingt sein, aber ist hier bei diesem Premium-Gerät, bei diesem Spezialgerät, um es mal so zu nennen, natürlich praktisch, haben wir das gleich eingebaut. Da bin ich überzeugt, da wird in Zukunft auch noch mehr kommen. Da werden noch neue Features dann sicher hinzugefügt beim Chrome OS, welche, es kommen ja alle paar Wochen neue Versionen, welche dann diese Touch besser unterstützen. So, jetzt habe ich euch ja versprochen, eigentlich euch zu erklären, warum ich denn jetzt mit diesem Teil arbeiten kann, wo es doch nur in einem Browser funktioniert. Ja, ich zeige euch das mal kurz. Und zwar zeige ich euch mal Google Drive. Das kennt ihr natürlich sicher auch. Die Idee ganz klar dahinter, Google Drive, da habe ich quasi alle meine Daten. Ich habe die nicht lokal. Wir gehen hier mal drauf. Da haben wir eine App. Ihr seht, das ist jetzt nicht Browser, das ist eine richtige App, so eine HTML5 oder App. Da kann ich wählen, ich habe noch Download. Ich habe natürlich noch einen lokalen Speicher, wie gesagt, 32 GB SSD, auf der ist sehr viel frei. Und dann habe ich halt mein Google Drive. Also das ist die Idee natürlich, dass man alles im Google Drive macht. Wenn ihr jetzt mal hier genau hinguckt, dann seht ihr vielleicht, nutzen sie 1 Terabyte, bla bla bla. Unterstützung und Überprüfen habe ich natürlich schon gemacht. So, wenn ihr ein Chromebook kauft, ein neues, wie ich das jetzt gemacht habe, aus den USA, dann bekommt ihr 1 Terabyte, 1000 Gigabyte Cloud-Speicher für 3 Jahre dazu. Das heißt, mein Google Drive, das war vorher auf 200 Giga, habe ich das gestellt gehabt, habe die immer benutzt. Schon länger eigentlich arbeite ich mehr mit Google Drive als mit Dropbox. Und ja, jetzt habe ich halt noch 1 Gigabyte dazu. Das heißt schlicht und ergreifend, dass ich jetzt über 1,2 Gigabyte Laufwerksspeicher verfüge, beziehungsweise Cloud-Speicher. Das ist eine praktische Sache natürlich. Das empfiehlt sich auch, weil man eben eigentlich alle Daten auslagert. Ja, und wie gesagt, also schreiben hier drin kann ich perfekt, das mache ich sowieso alles im Chrome, wenn ich blogge auf meinem Blog oder woanders. Was ich natürlich auch machen kann, sind grafische Sachen. Das ist etwas, was so ein bisschen neuer ist. Wenn ihr hier mal auf diesen Apps Drawer geht, da seht ihr, da gibt es jetzt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ich muss mal kurz suchen, welcher das war. Ich glaube, es war der PicMonkey. Nee, der war es nicht. Das ist ein Online-Editor, der funktioniert auch ganz toll. Es gibt aber auch einen Offline-Editor. Wir gucken uns das mal kurz an. Ich gehe hier auf Downloads. Wir holen uns hier irgendeinen schönen Screenshot. Machen da Öffnen mit. Ihr seht, das funktioniert genau gleich wie eigentlich. So, PengiPaint, das wollte ich euch eigentlich zeigen. PengiPaint ist ein Grafikeditor, ein relativ einfacher. Man kann die Größe verändern, man kann Sachen ausschneiden und das dann wieder abspeichern. Viel mehr brauche ich aber auch nicht, wenn ich irgendetwas hier mache für meinen Blog. Von dem her funktioniert das perfekt. Und das ist jetzt eine App, das ist eine Web-App, aber die ist lokal hier drauf. Dafür braucht ihr keinen Internetzugang, da könnt ihr quasi das hier direkt so machen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und dann natürlich Google Docs, das ist ja klar, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das haben wir sowieso, Google Docs, ich zeige euch das mal noch kurz hier. Haben wir da irgendwo, wo haben wir es denn? Google Tabellen, Google Docs, machen wir das mal auf. Findet alles, wie gesagt, im Browser statt.
ja, und da bin ich hier und kann schreiben und machen und speichern und tun. Und das ist dann direkt in meiner, in meinem Cloud Drive, ist das natürlich dann drin, im Google Drive. Also von dem her funktioniert das eigentlich auch schon nicht schlecht. Und das sind halt viele Dinge, die ich täglich tue. Ich schreibe viel, ich schaue auch viele Dinge. Also ich schaue Videos, ich lese Blogposts, ich lese andere Posts und so weiter. Ich bin viel auf Twitter natürlich unterwegs, Social Media, Facebook und so. Das kann ich ja alles tun. Also wie gesagt, ich bin ja hier eigentlich immer online und habe auch, wenn ich mit dem MacBook Air arbeite, eigentlich immer Internetzugang. Demzufolge kann ich das alles mit dem Chromebook auch machen. Und das ist erstaunlich. Ich habe das jetzt erst eine Woche, ist noch nicht so lang. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie viel man damit eigentlich inzwischen machen kann, wenn man sich konsequent in die Cloud verlegt, was ich schon länger gemacht habe. So, meine Daten schwirren da schon länger rum. Und diese direkte Anbindung hier ist halt klasse. Und was wirklich einfach ganz, ganz toll ist, ihr klappt dieses kleine Baby zu. Ihr seht übrigens jetzt, dann pulsiert das da mal so kurz. Habt ihr gesehen, die LED? So, jetzt wieder ausgeschaltet. Und dann, ihr klappt das auf. 3, 2, 1 und ihr könnt wieder arbeiten. Also es geht wahnsinnig schnell und ist wirklich hervorragend. Und dieser Screen, wie gesagt, der ist absolut klasse. Der ist genau gleich gut wie die Retina-Displays der MacBook Pros, die ja auch relativ teuer sind, die ja teurer sind als das Teil hier. Klar, da kann man auch mehr machen damit. Aber das ist ein wahnsinnig interessantes Gerät. Ich werde jetzt als Test werde ich jetzt mal die nächsten paar Wochen versuchen, so viel wie möglich, nach Möglichkeit vielleicht alles, mal schauen, mit diesem Chromebook zu machen. Und werde euch dann berichten auf eifrig.ch, wie das lief, wo die Probleme waren, wo ich vielleicht gar nicht drum herum kam. Vielleicht kann ich nicht ohne Photoshop. Ich bearbeite meine Bilder immer ein bisschen im Photoshop, wobei ich sagen muss, dass ich wahrscheinlich ungefähr 1/4% aller Features überhaupt nutze. Das sind nur ein paar wenige. Aber mal gucken, also vielleicht gibt es dafür was, einen Editor, den ich hier benutzen kann. Ich werde über das ausführlich schreiben, aber so das allgemeine Lesen, konsumieren, irgendwelche Daten aus dem Internet konsumieren, egal was, und dann eben zum Beispiel noch was schreiben und E-Mails und Social Media und so weiter. Das geht hervorragend auf dem Teil und vor allem wahnsinnig schnell. Chrome OS ist sehr, 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 sehr schnell auf dieser potenten Hardware sowieso. Und wem das nicht genügt, wer findet, ja, aber jetzt habe ich so ein tolles Gerät und doch nur dieses Chrome OS drauf, das ja fast nichts kann, der kann sich auch ein Linux draufschmeißen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten inzwischen. Das Teil ist unlocked, also ihr müsst da nicht irgendwas cracken. Ihr habt immerhin 32 GB SSD, das heißt, ihr könnt natürlich da auch ein Linux draufschmeißen. Punkt dort ist ein bisschen, die Treiber gibt es noch nicht alle, also Touchscreen-Unterstützung ist zum Teil noch ein bisschen mangelhaft und auch mit diesem hochauflösenden Display. Also das ist nicht ganz genau die gleiche Experience, wie ihr sie jetzt hier habt, wo natürlich alles perfekt aufeinander abgestimmt ist, weil das Gerät von Google gebaut wird und das Betriebssystem ebenfalls von Google kommt. Aber auf jeden Fall eine saubere Sache, ein sehr, sehr schickes Gerät und ich werde jetzt versuchen, das zu benutzen in den nächsten paar Wochen. Übrigens zur Akkulaufzeit, das ist eigentlich das einzig so ein bisschen negative oder schade halt. Das Teil hält ungefähr 4-4,5 Stunden, kommt ein bisschen darauf an, was ihr alles macht damit, wie viele YouTube-Videos noch laufen und so. Das ist natürlich nicht so viel, wie das die anderen Chromebooks können. Die können zum Teil 7-8 Stunden halten die aus. Ist aber klar, wir haben ja hier, wie gesagt, sehr viel recht potente und aktuelle Hardware drin. Das ist halt der Unterschied zu den bisherigen Chromebooks. Ja, und diese Hardware, die muss man halt auch entsprechend unterstützen. Demzufolge, schau es nochmal an, sieht einfach cool aus, dieser Strich hier. Ja, eben, demzufolge muss man da ein bisschen Abstriche machen. Das hält nicht so extrem lang. Aber ja, also dort, wo Internet ist, im Allgemeinen hat man ja auch Strom. Von dem her ist das auch wieder nicht so ein Problem. Ich arbeite einfach gerne an verschiedenen Orten, aber wenn ich mich jetzt nachher draußen auf die Terrasse setze, kann ich ja problemlos auch mal schnell kurz den Strom einstecken, falls es nötig sein sollte. So, das war mein kurzes Hands-on oder mein kleiner Überblick über dieses Chromebook Pixel. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas wissen wollt, wenn ihr speziell wissen wollt, ja, wie geht denn das, wie hat er das denn jetzt gekauft und wo kriege ich das her oder was macht das, was kann man damit sonst noch tun, haut das unten in die Kommentare oder dann auf meinem Blog, wenn ich den entsprechenden Beitrag dazu publiziere, könnt ihr natürlich dort auch schreiben. Ich werde das alles beantworten und dann gibt es dann irgendwann auch noch ein zweites Video, wo ich dann so ein bisschen über meine Erfahrungen mit diesem High-End-Notebook, welches aber nur in Anführungszeichen mit Chrome OS läuft, also quasi High-End-Notebook mit Browser drauf. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich danke euch fürs Zusehen. Das war der Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank und tschüss.